Wie gesund ist denn eigentlich das Essen, zum Beispiel in Gasthäusern oder in Großküchen? Also ich hoffe doch sehr gesund, aber der nächste Beitrag wird uns aufklären. Gesundes und ausgewogenes Essen zu finden in den Gasthäusern und Gemeinschaftsküchen des Burgenlandes ist nicht gerade einfach, meint zumindest der Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit, seinesgleichen Kooperationspartner des Fonds Gesundes Österreich im Burgenland. Es geht um den Schweinsbraten, es geht um die Spaghetti Bolognese einmal als was anderes. Teilweise werden in den neueren Küchen auch Pizza angeboten. Überbackene Sachen haben einen großen Stellenwert und dann vielleicht einmal Fisch, aber leider auch überbacken. Unser Test in Oberwart bestätigt dies großteils. Deftiges steht im Vordergrund. Doch scheinbar wollen das die Kunden. Ein Arbeiter, der was wirklich in der Früh um 6 Uhr anfängt, der ist ja froh, wenn er am Schweinsbraten auch einen Teller hat. Nicht? Es ist nicht so, dass der unbedingt einen Zwetschgenknödel will. Natürlich wird in einem Wirtshaus gerne ein bisschen deftiger gegessen. Ist aber schon so, dass ihm gerade auch die Damen natürlich schauen ihm auf frische Kräuter, dass ihm das Ganze ein bisschen auch kleiner ist, die Portion. Und wird auch gern dann oft die fleischlose Variante gewählt. Dabei wäre es unheimlich einfach, selbst Traditionelles gesünder zu gestalten. Ich kann zum Beispiel für Sägerdiener meinen Zwiebeln mit Wasser anrösten. Da spare ich mir pro Esslöffel Fett, das ich nicht dazugebe, schon 100 Kilokalorien. In Summe wird sich das dann auswirken, wenn ich das regelmäßig mache. Ja? Ich kann dann einen höheren Krautanteil dazugeben und ich gebe ja als Abschluss sowieso noch eine Rahmmischung dazu und da habe ich sowieso ein bisschen Fett. Ja? Vom Fleisch habe ich auch ein bisschen. Ich muss es nicht noch zusätzlich dazugeben. Und da gibt es zum Beispiel auch Experimente schon von Wirten, die sagen, sie haben es mit ihren Stammkunden, Menügästen ausprobiert und keiner hat einen Unterschied gemerkt. Solche Tricks und viel mehr zum Thema gesunde und ausgewogene Ernährung können ab sofort bei verschiedenen Workshops in Oberwart gelernt werden. Die Zielgruppe: Köchinnen und Köche. Weiter geht's mit Kurzmeldungen in schauTV. Einmal mehr Thema, jetzt nämlich auf der ÖVP-Klausur, der Parteiklausur.